ChatGPT erklärt euch die Apple-Welt. Ja, heute wollen wir mal schauen, wie wir möglichst unkompliziert, gut und schnell den Speicher unseres iPhones erweitern können, beziehungsweise wie wir einen externen USB-Stick anschließen können und wie so meine Erfahrungen sind. Und dafür habe ich von der Firma Waki IT, wenn die so ausgesprochen werden, einen USB-Stick zugesendet bekommen. Extra zertifiziert für iPhone, iPad, iPod und so weiter. Und den wollen wir mal auf Herz und Nieren prüfen. Erstmal von der Haptik her, das ist hier ein Vollmetallgehäuse. Beschichtet, ja, also macht einen wirklich sehr wertigen Eindruck, ja, passt auch dann zu Apple an sich, ja, weil wir da auch immer sehr wertige Sachen haben. Schöner Aufdruck mit der Speichergröße und einem CE-Zeichen. Hier eine Aussparung, dass ihr euch eine Schlaufe oder so da dran machen könnt und den irgendwo festmachen könnt, also sehr schön gemacht. Wir haben hier den Lightning-Anschluss, den wir ja brauchen, um das an die meisten iPhones anzuschließen. Klar, die neuen haben USB-C, aber ich würde sagen, die Mehrzahl der iPhones hat dann tatsächlich noch einen Lightning-Anschluss und auch der iPad. Und hier haben wir einen USB 3.0-Anschluss. So, wenn wir aber ein neueres iPhone und ein neueres iPad haben, dann haben wir hier die Möglichkeit, den beiliegenden Adapter zu nutzen. Der ist jetzt ein bisschen billig gemacht, weil das ist hier Kunststoff. Glaube zumindest. Naja, ist gar kein Kunststoff. Ist auch Metall, aber ist nicht so schwer. Den können wir dann da drauf machen und haben dann ein USB-C. Dann sieht er allerdings nicht mehr so schön auswendig, weil er dann so lang oder seltsam ist. Aber das kann man machen. So. Sonst ist es im Prinzip ganz easy. Ja, wir schließen den jetzt mal an das iPhone an. So, dann nehmen wir unseren Stick, stecken den unten per Lightning ein. Und dann fragt ihr euch sofort, soll er auf dieses iExtended Plus, darf er zugreifen, darf er kommunizieren? Die App müsst ihr natürlich vorinstallieren. Dann sagt er, ja, wir machen das und dann geht er sofort schon da rein. Ihr habt die verschiedenen Sachen, die ihr auswählen könnt. Also ihr habt den internen Storage, der uns dann sagt, wie viel ist da noch frei. Ihr habt die Kontaktlisten, weil da habt ihr extra die Möglichkeit, die Kontaktlisten zu sichern. Ihr habt die Fotogalerie, die bezieht sich jetzt auf euer normales Handy und ihr habt euren externen Storage, ja, den ihr verwalten könnt, wo ihr drauf machen könnt. Also bloß beispielsweise könnt ihr ein Foto machen zum Beispiel, da müsst ihr immer neu erlauben, dass ihr das machen dürft und die ganzen Sachen, die man so kennt. Ja, wenn wir jetzt hier ganz normal ein Bild machen, ja, dann legt ihr das ab oder wenn ihr ein Video macht, ja, und dann habt ihr das sofort hier auf dem Storage gespeichert. Problem ist ja oftmals, dass ihr zu viele Bilder irgendwo habt, ja, und ihr wollt die halt woanders hinlegen. Dann nehmt ihr das einfach, sagt, was weiß ich, wir wollen hier dieses Bild mal haben, geht hier auf Kopieren, sagt, ihr wollt das auf das externe Storage haben, hier in Kopieren und dann habt ihr das sofort hier auf dem externen Storage abgelegt. Also es funktioniert wunderbar. Und das ist eigentlich schon die Hauptfrequenz, was noch interessant ist, ihr habt die Touch-ID und Passwort, könnt ihr aktivieren, dann könnt ihr den Stick noch verschlüsseln, ja, falls ihr den mal verliert oder so, dass keiner auf eure Daten Zugriff nehmen könnt, ja. Was mir beim Testen so ein bisschen aufgefallen ist, wenn ich Videos kopiere, dauert das relativ lang, ja. Also wenn wir zum Beispiel jetzt mal hier das Video nehmen, das ist der erste Teil von dem, was ich eben da gemacht habe und sagt, das soll jetzt hier auf das externe Storage und kopiert das dahin. Dann seht ihr, es dauert und es ist nicht sonderlich groß. Ja, wir gucken gleich mal, wie groß das ist. Es ist immer noch dran, ja, relativ lang, finde ich, zumindest, ja. Jetzt wir uns gucken. Sind hier drauf, waren 271 Megabyte, ja, angegeben ist 40 bis 80,
Megabyte pro Sekunde. Also das müsste eigentlich schneller gehen. Und deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie schnell das Lick ist. So, bevor wir mal die Leistungsdaten machen, gucken wir uns erstmal, was verspricht überhaupt der Hersteller. Ja, also 3 in 1 USB-Stick ist klar. MFI Lightning-Kapazität, ja, keine Ahnung, echte Kapazität, keine Fälschung. Habe ich auch probiert, ist tatsächlich, ja, ich habe 128, die Griste tatsächlich da drauf. Wir haben USB 3.0, ja, also auch nicht aktuell. Und hier steht, ja, 3080 Megabyte pro Sekunde lesen und 15 bis 35 schreiben. Und das kommt mir irgendwie ein bisschen langsam vor. Preislich mit 34 Euro für die 128 Gig Variante, beziehungsweise die 256er für 43, da würde ich die natürlich nehmen. Die 100er, die kostet schon wieder, die 50er, die kostet über 100, da macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach ist das beste Angebot natürlich die 256er mit knapp 44 Euro. So, ich habe natürlich Geschwindigkeitsmessung schon gemacht. Ja klar, ich mache ja alles schon mal bereit als vor für euch. So, und ich gehe jetzt mal näher ran, damit man besser sieht. So, ist okay, mich hinter noch runter. So, und zwar, das ist die Messung, die ich da gemacht habe. So, und ich habe die ein paar Mal wiederholt. Ja, ich habe die nicht nur einmal gemacht. So, und er schreibt mit 14 Megabyte und liest mit 24 Megabyte. Ja. Und das ist definitiv für den aktuellen Stick aus 2024 zu langsam. Ja. Also wenn wir hier gucken, ich könnte noch nicht mal ProRes 244 HQ in 720p aufnehmen, weil er da zu langsam für ist. Also, nö, das ist einfach zu lahm. Ja. Und dann habe ich mich natürlich gewundert und habe gedacht, ja, kann ja irgendwie alles nicht sein, kann doch nicht. Kann alles nicht so langsam sein, ja. Und habe mal geguckt, okay, wie schnell müsstet oder könnte denn sein, ja. Die Datei gerade mal suchen. So, und dann habe ich als erstes so einen uralten USB-Stick genommen, den ich schon ewig hier rumliegen habe, also bestimmt schon 5, 6 Jahre alt, auch ein USB 3.0. So, und der macht genau die 40 Schreiben und 115. Ja? Und dann kann ich hier auch zumindest mal 180p mit 25 Frames machen. Ja, schreiben. Also das hätte ich auch auf alle Fälle von dem Stick erwartet. Eigentlich hätte ich sogar noch ein bisschen mehr erwartet. So, und dann nochmal als Vergleich ist das meine externe USB-Platte, die ich mit USB 3.2 mit 10 Gigabit angeschlossen habe, was jetzt auch schon nicht so riesig schnell ist, ja. Aber schon vernünftig ist, und da seht ihr mal, es wird halt extrem anders, ja. Also da habe ich eine Schreibgeschwindigkeit von 730 und Read 672, normal müsste das sogar noch ein bisschen höher sein, dann habe ich hier fast überall was Grünes. Und wenn ich die super lahme SSD aus meinem Mac Mini nehme, weil ich dummerweise die kleine Konfiguration genommen habe, und die ist ja halt lahm, da bin ich halt bei 1,3 Gigabyte und 1,5, ja. Und jetzt guckt halt mal daneben. Das ist Faktor 10. Also das ist zu langsam. Das tut mir tatsächlich leid. Und deswegen bin ich tatsächlich im Überlegen, ist das jetzt eine Kaufempfehlung oder ist das keine Kaufempfehlung? Ja? Für den Stick spricht auf alle Fälle die schöne Optik, die der hat. Ja, also das ist wirklich ein schönes Ding. Der liegt schön in der Hand. Der ist voll aus Metall gemacht. Der hat einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Ist natürlich auch praktisch, weil du halt einen Lightning-Anschluss hast für dein iPhone. Passt wirklich wunderbar. Was man jetzt mit 128 GB soll, den ich jetzt hier gekriegt habe, weiß ich nicht. Weil ein aktuelles iPhone, die haben sowieso so viel Platz. Ja, wenn ich dann erweitere, will ich eigentlich mehr erweitern. Aber wir haben eben schon gesagt, die 256er-Variante macht eher mehr Sinn. Aber auch da passen halt nur ein paar Videos, ein paar Filme drauf. Also das ist übersichtlich. Hätte mir eigentlich noch größere Extensions da gewünscht, aber whatever. Aber Problem ist halt die Geschwindigkeit. Weil wenn ihr überlegt, bei der Geschwindigkeit wollt ihr euch hier ein 5
5 Gigabyte-File rüberladen, seid ihr ja ewig dran. Also wenn ihr so ein 128 GB-Stick mal einmal voll und leer machen wollt, da braucht ihr die ganze Nacht für. Also deswegen nur eingeschränkte Empfehlungen, wenn ihr wirklich Daten irgendwie auslagern wollt, wenn ihr die auslagern wollt, irgendwelche Bilder, die ihr am iPhone nicht mehr haben wollt und die sollen halt auf einem externen Stick gesichert werden, ja, dann könnt ihr das wirklich wunderbar und einfach machen. Wenn ihr aber irgendeine schnelle Zwischenlösung wollt, weil ihr irgendwelche Bilder oder Filme darauf ablegen wollt, was vielleicht auch gar nicht gehen wird, weil es zu langsam ist. Also ich habe das hier eben mit dem Bild gemacht, das funktioniert ja. Dann ist das völlig in Ordnung, sonst schwierig. Müsst ihr selber entscheiden. Link packe ich euch da rein mit einem Rabattcode noch. Müsst ihr selber wissen. Bis dahin, euer JP.